schön. Wer sind Sie? Norbert Müller. Ich wurde angerufen, ich soll die Tür aufmachen. Hab ich gemacht. Von wem? Ja, von dem netten Herrn, der hier auf dem Schild steht, der Herr Sommer. Der hat mich angerufen und gesagt, es müsste dringend mal die Tür aufgemacht werden. Ich sage, ja, kein Problem, ich komme vorbei. Ich mache die Tür auf. Hat er Ihnen den Ausweis gezeigt? Nö, aber wenn der sagt, er ist Herr Sommer, dann gehe ich da einfach mal von aus, dass er das ist. Ich soll mal fix aufmachen, ist dringend. Ich weiß jetzt von nichts. Also ich bin eigentlich die Erste, die immer hier ist. Ich ruf kurz an. Ja, aber da war ich ja eher mal da. Ja. Das kostet 350 Euro, hätte ich dafür gerne. Chefsekretärin Heike kontaktiert umgehend den Chef der Spedition und erfährt, dass dieser gerade einen Termin am anderen Ende der Stadt wahrnimmt. Die 35-Jährige fragt sich, ob ein Fremder sich als Geschäftsführer ausgegeben und sich so illegal Zutritt zur Firma verschafft haben könnte. Komisch, ich weiß von nichts. Der ist ungefähr, weiß ich nicht, 10 cm größer als Sie, auf jeden Fall kleiner als ich. Dunkle Haare, Schnurzbart. Das sollte doch wohl laufen. Vielleicht. Auf jeden Fall habe ich heute noch relativ viele andere Termine. Deswegen, wissen Sie, so Schlüsseldienst, der muss ja auch irgendwie mal arbeiten. Sie kommen ja auch zur Arbeit, ich muss auch arbeiten. Also jetzt so langsam gerne mal hier. Der Herr ist reingegangen. Ich würde vorschlagen, wir gehen auch kurz rein. Mein Chef ist auswärts zum Termin. Und mich wundert, dass mein Chef mich darüber nicht informiert. Weil er hätte mich ja zuerst anrufen können. Ich wohne auch nicht weit weg von hier. Von daher klang das jetzt nicht gerade plausibel für mich. Ist das Ihr? Nee, ich bin mit meiner hervorragenden Spitzenfrisur eigentlich ganz gut zufrieden. Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was bei Ihnen im Haus hier so rumliegt. Heinz? 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 Ich rufe die Mutter. Auf den ersten Blick ist nicht ersichtlich, ob der Hausmeister niedergeschlagen wurde oder ob die Kopfplatzwunde Folge eines Sturzes ist. Da allerdings offenbar ein Fremder in der Firma sein Unwesen treibt, vermutet Chefsekretärin Heike einen kriminellen Hintergrund. Hallo. Was passiert? Oh, Heinz? Hallo. Heinz? Ah, was passiert? Oh, so, hallo. Oh, hey, hallo. Hallo. Was passiert? Ja, Ihr Kopf? Weiß ich, keine Ahnung. Was passiert? Können Sie mich gar nicht sagen? Ich weiß es nicht. Lass doch mal einen Kopf, weißt du? Ja. Wissen Sie, wo Sie sind? Gar nichts. Nein. Tut Ihnen irgendwas weh? Oh, mein Kopf. Der Kopf tut sonst auch was weh. Nein. Können Sie alles bewegen? Oh. So, wenn ich irgendwo drücke, macht da nichts. Oh. Ist nicht gut. Nein. So, ich habe eine ordentliche Delle am Kopf. Weißt du? Oh, wo bin ich? Das weiß ich nicht, das frage ich Sie. Oh Gott. Sagen Sie mal Ihren Namen. Nee, nicht daran fassen. Nicht am Kopf fassen, nicht am Kopf fassen. So, da haben Sie einen ordentlichen Cut nämlich. Ja, verraten Sie mir doch erstmal Ihren Namen. Weiß gar nichts. Okay. Alles klar. So, ganz vorsichtig. Ja, als wir da eingetroffen sind, saß der Hausmeister auf der Treppe und konnte sich an gar nichts erinnern. Das war natürlich schon eine komische Situation für uns, denn wir wussten jetzt nicht, was ist hier wirklich passiert. Er hatte eine ziemlich große Platzwunde am Kopf. Aber Weiteres war uns hier wirklich noch unklar. Um zu klären, ob Hausmeister Heinz Opfer eines Verbrechens wurde, rückt Polizeioberkommissar Dirk Ahrens an. Er verschafft sich einen ersten Überblick und wird später auch den Mitarbeiter des Schlüsseldienstes genauer unter die Lupe nehmen. Moin. Was haben wir denn hier? Oh, keine Ahnung. Der sitzt hier, kann sich an nichts erinnern, hat eine riesen Delle am Kopf, vorne an der Schläfe. Ja. Ich weiß nicht, ob der hier... Ob da irgendwas passiert ist, ob der gefallen ist, ob der einen drüber gekriegt hat, ich kann dir hier gar nichts sagen. Was ist denn hier hinten mit den zwei? Keine Ahnung. Die. Ach so. Ja, hier konnte natürlich entweder was ganz Harmloses sein oder wirklich irgendeine kriminelle Machenschaft, die uns natürlich auch alle irgendwo in Gefahr gebracht hat. Ein bisschen unwohl ist einem dabei schon. Hallo. Hallo, die Polizei. Heike Schmitz, ich bin hier die Sekretärin und das scheint der Schlüsseldienst zu sein. Moin. Und wer ist erstmal? Moment. Das ist unser Hausmeister hier aus. Ich kenne den Herrn nicht. Oder auch nicht. Gut. Was macht der Schlüsseldienst hier, wenn ich fragen darf? Ich wurde benachrichtigt, ich soll die Tür aufmachen. Das habe ich gemacht. Die Sachlage hat sich für uns relativ undurchschaubar hier zunächst angesehen. Es war wohl so, dass hier eine verletzte Person war. Ob der möglicherweise Opfer von der Körperverletzung wurde oder selbst sich die Verletzung zugezogen hat, wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Des Weiteren war es wohl so, dass hier irgendjemand vermutlich illegal über einen Schlüsseldienst Zutritt zu dem Gebäude hier verschafft hatte. Also ich habe auch jetzt nichts gegen eine Barzahlung, so ist das jetzt auch nicht. Also Bar zahle ich erstmal gar nichts heute. Ich wollte gerade, ja gut, da müssen Sie die Frau gleich verstehen. Ich meine, es bezahlt der einen Auftrag gibt, sollte das hier aus der, wird ja vermutlich einer von der Firma hier gewesen sein dann.
Wissen Sie was? Lassen Sie Rechnung hier. Mhm. Personalen stimmen ja überein, dann können Sie erstmal gehen, weil dann kriegen wir hier auch ein bisschen Luft. Okay. Sie können sich ja dann melden bei der Firma mit der Begleichung der Rechnung, wenn die Dame vielleicht was als Sekretärin geklärt hat. Der Schlüsseldienstmitarbeiter war von Anfang an unfreundlich, unkompetent. Mir kam das alles ein bisschen suspekt vor, dass die Polizei den sofort hat gehen lassen. Aber gut, die Personalien wurden aufgenommen. Ich denke, das hat so seine Richtigkeit. Wissen Sie jetzt irgendwas mit ihm? Gar nichts. Gar nichts. Null. Null, er weiß immer noch nichts. Wie heißt denn der Hausmeister? Das ist der Heinz Wöllner. Herr Wöllner, die Polizei. Können Sie irgendwas sagen, was passiert ist? Ich weiß gar nichts. Auf jeden Fall sind Sie Hausmeister, so wie es aussieht. Ne? Ja, gut. Ist der jetzt niedergeschlagen worden, oder? Das wissen wir nicht. Mysteriös ist ja, dass hier ein Schlüsseldienst ist und der die Tür aufmacht. Und wenn Sie die Erste sind und der Hausmeister ist auch hier, liegt mit einer Kopfplatzwunde hier. Was ist denn hier in den Räumlichkeiten sonst noch? Hier sind unsere Büros. Hier ist ja eher nichts, würde ich sagen. Gehören die auch noch? Ja, genau. Irgendeiner muss hier reingewollt. Eigentlich würde ich jetzt sagen, es sieht aus wie ein Einbruch, aber es macht keinen Sinn. Ich habe noch nie einen Einbrecher gesehen, der einen Schlüsseldienst holt. Das kann ich mir jetzt leider auch nicht erklären. Das sah gestern Abend nicht so aus. Sind das irgendwelche wichtigen Unterlagen? Die Steuerprüfung steht kurz vor der Tür. Der Firma geht es seit Wochen nicht gut. Der Umsatz ist nicht atemberaubend. Und Raub schließe ich in erster Instanz aus. Wir haben hier kein Bargeld in den Büroräumen zu liegen. Das Einzige wären eben unsere Unterlagen. Ja, hier sieht es ja genauso aus. Das ist das Büro vom Chef. Das Chefbüro? Ja. Ja, hier war ja irgendeiner dran. Um ehrlich zu sein, als ich vorhin die Treppe hochkam, lag da auch noch ein Käppi im Treppenhaus. Ein Käppi? Da bin ich mir auch unsicher. Also der Schlüsseldienst meinte nicht, dass er es getragen hat. Das lag ja auch schon da, als wir rein sind. Und das hat der Schlüsseldienst den, dass ich unterbreche, hat der Schlüsseldienst den Herrn noch gesehen, der mir die Tür aufgemacht hat? Genau, also Schnauzbart, so beschrieben wie mein Chef. Aber mein Chef ist leider nicht im Haus. Und auch nicht vor Ort. Hier liegt ein Schlauzbart, aber der scheint eher künstlich zu sein, würde ich sagen. Auf dem Boden. Als wir uns die weiteren Räumlichkeiten hier von dem Gebäude mal angeschaut haben, beziehungsweise von der Firma, hatten wir festgestellt, dass in zwei Büroräumen wohl tatsächlich irgendwelche Unterlagen durchwühlt, beziehungsweise aus dem Schrank herausgerissen wurden. Für uns oder für mich hat sich das jetzt so dargestellt, dass hier irgendjemand was gesucht hatte, aber möglicherweise noch nicht fündig geworden war. Während der medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst kehrt die Erinnerung des Hausmeisters wieder zurück. Jetzt ist entscheidend, ob der 51-Jährige, der ausnahmsweise früher bei der Arbeit erschienen ist, einen Blick auf den Eindringling werfen konnte. Ja, zum Glück ist diese retrograde Amnesie, die wirklich danach wieder weggegangen ist, komplett aufgeklärt. Der Mann wusste wieder, wo er ist und wie er heißt. Und hat halt gesagt, er hat ein Geräusch gehört und ist dabei dann die Treppe runter, die letzte Stufe irgendwie unglücklich runtergerutscht und hat sich den Kopf vorne an der Kante gestoßen. Der Hausmeister hat doch noch irgendwas gesagt. Was war das? Geht's hier weiter? Sind das auch noch Büros? Ja, die können gerne rein. Bleiben Sie mal kurz. Hier steht ein Fenster auf, ein Stuhl ist umgekippt. Scheiße, da unten liegt jemand. Das ist Tim, mein Freund. Heikes Freund Tim arbeitet zwar ebenfalls in der Firma, dass er aber bereits am frühen Morgen dorthin wollte, hatte er ihr verschwiegen. Die langjährige Chefsekretärin wundert sich über diese Heimlichtuerei und fragt sich, was ihr Lebensgefährte zu verbergen sucht. Gehen Sie das mit dem Kopf hin. Kommen Sie mal langsam mit uns mit runter. Ja. Komm mal her, gib mir schon mal irgendwas. Alles gut, mir geht schon. Okay. Gehen Sie schön langsam runter. In welchem Stock sind wir denn hier? Wir hatten hier soweit gerade wirklich alles fertig. Auf einmal kommt der Polizist an und sagt, da ist einer aus dem Fenster gesprungen. Und ich dachte nur so, ne, da war natürlich für uns allerhöchste Eisenbahn geboten. Sie gehen einmal zu unserem Rettungswagen, ja? Alles klar. Steht direkt vor der Tür, das große rote Auto. Ja, hier geht schon besser. Wir kommen sofort. Alles klar. So. Okay, dann gucken wir mal schnell. Hallo? Oh, hallo. Ach du Scheiße. Hier. Hallo, können Sie uns hören? Kopf? Hallo. Halt einen Kopf. Ich hab den Kopf. Alles klar. So. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid. Ja. Warte mal.
Also ich spüre tatsächlich einen Puls. Ja, wir mussten natürlich hier bei dem jungen Mann, der auf dem Boden lag und erstmal wirklich nicht richtig ansprechbar war, von dem Schlimmsten ausgehen. Das heißt, wir mussten ausgehen, dass er ein oder mehrere Verletzungen hat, die eventuell sogar zum Tode führen konnten. Und haben hier natürlich schnellstmöglich versucht, ein Monitoring und eine Komplettimmobilisation anzustreben. Kannst du einmal zu uns kommen? Ja. Pass auf, er hat unten eine Wunde am Bein. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob da eine Fraktur ist oder nicht. Wir müssen ihn ganz vorsichtig auf den Rücken drehen. Ja. Du musst die Beine halten. Ich werde hier am Becken. Hast du noch Handschuhe einstecken? Der Kollege ist am Kopf. Warte, ja, ich habe sogar noch Handschuhe. Komm her. Einmal. Zweimal. Und dann müssen wir ganz vorsichtig achsengerecht drehen, ja, dass wir nichts weiter verletzen. Ich weiß nicht, was passiert ist, ob er einfach stumpf auf den Boden geknallt ist oder nichts. Wir müssen vom Schlimmsten ausgehen. Und wir müssen aufpassen mit dem Arm. Genau, oder? Ne? Winkeln. Passt ein bisschen auf die Beine auf. Der Kopf sagt an. Habt ihr alle was? Wir haben alle was. Okay, so, eins, zwei, drei. Bei dem Versuch, Tim möglichst schonend zu stabilisieren, entdeckt Dirk Ahrens ein paar Fetzen Papier in dessen Hosentasche. Dieser Fund bringt nun etwas ans Licht, das der 35-Jährige anscheinend vor seiner ahnungslosen Lebensgefährtin verheimlichen wollte. Wir müssen dringend einen Notarzt bestellen. Ja, mache ich gleich sofort. Zerrissener Brief. Ist da noch was drin? Ist da noch was drin? Das ist wohl ein zerrissener Brief. So, guck du ruhig mal. Ich muss mal eben her. Wir müssen eben hier einmal zusehen, dass er einigermaßen stabilisiert ist. Eben auch mal gucken, nicht, dass er so noch irgendwas hat. Wir hatten ja bei dem letzten Freund in der Hosentasche tatsächlich einen Brief gefunden, der war zerrissen. Da war die Adresse der Firma drauf und Absender war hier unser verletzter Freund. Das ist doch die Adresse von hier. Genau. Was hat? Dr. Sommer ist unser Chef. Den hat er in der Hosentasche gehabt. Ja. Das ist seine Schrift. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass er vermutlich den Brief hierher geschickt hat, kann das sein? Weil der ist ja schon abgestempelt auch. Das heißt, der Brief ist bei der Post durchgegangen und ist vermutlich hier aufgeschlagen. Aber was für Brief schickt der dann her? Also ja, das weiß ich auch nicht. Ich dachte, da können Sie mir vielleicht weiterhelfen. Was ist denn da? Da steht nicht. Eine Kündigung ist das. Oh. Cool. Das bringt uns natürlich jetzt. Also jetzt stehe ich ehrlich gesagt ein bisschen auf dem Schlauch. Ihr Freund kündigt hier bei der Firma, also verschickt den Brief mit der Post und springt jetzt aus dem ersten Stock. Jetzt müssen Sie mir vielleicht mal weiterhelfen. Der Tim ist schon sehr, sehr lange unzufrieden hier und würde natürlich am liebsten kündigen, aber ich wusste jetzt von der Kündigung rein gar nichts. Das hat er ja jetzt wohl gemacht, so wie es aussieht. Die Kündigung war schon lange geplant. Tim ist hier in dieser Firma nicht glücklich, das ist mir klar. Aber ich verstehe nicht, warum er mir das nicht erzählt und verschweigt. Er ist schon seit Tagen komisch gewesen. Ich verstehe es nicht. NF hat einen Eigenunfall. Ja. Die müssen jetzt das nächste NF ziehen. Ja, alles klar. Dann wird das dauern. Dann müssen wir zusehen, dass er auf die Trage kommt, ins Auto, ins Krankenhaus. Sagen wir dir sofort Bescheid. Ja. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was mit dem ist. Also hier, das ist ja wirklich seltsam, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja, wir hatten jetzt auf einmal zwei Patienten. Mein Kollege hat natürlich für den einen wirklich schwer Verletzten, wo wir jetzt von einem Polytrauma ausgegangen sind, wollte er noch einen Notarzt haben. So, jetzt kam aber der Funkspruch von der Leitstelle, dass der Notarztwagen einen Eigenunfall hatte und somit nicht mehr einsatzklar war. Das heißt, hier musst du wirklich überlegen, wie reagieren wir jetzt am besten und das ganz schnell. Auch ohne den Notarzt, der selbst in einen Unfall verwickelt war, findet das Rettungsteam eine Lösung, um die Verletzten bestmöglich zu versorgen. Heike ist unterdessen noch immer ratlos und versteht nicht, warum Tim sich mit einem Schlüsseldienst Zutritt zur Firma verschafft haben sollte. Und weißt du was? Wir bestellen gleich den Hubschrauber. Ja, machen wir auch. Das ist ein junger Kerl, dann machen wir das. Wir bringen ihn ins Auto. Ja, und dann Rendezvous-System und fertig. Ja, ganz genau so. Ich würde jetzt mal, auch wenn wir hier nicht wissen, im Prinzip, was hier jetzt genau vorgefallen ist, aber es ist komisch, der Schlüsseldienst sagt, eine Person mit Schnurrbart hätte ihn beauftragt. Ja, ja, richtig. Ja, dann finden wir oben einen aufgeklebten Schnurrbart. Mhm. Ja, also momentan glaube ich, irgendwas hat er ihnen verschwiegen. Er muss ja auch, er wusste ja mit sicher, dass sie ja immer die Erste hier sind eigentlich. Richtig, richtig. Ja, nachdem wir den dann komplett immobilisiert hatten, ist er zum Glück wieder aufgeklärt. Dieses kann aber natürlich auch nur von kurzer Dauer sein. Wir haben uns hier für ein Rendezvous-Verfahren mit einem Hubschrauber entschieden, der ihn dann in das nächste Traumazentrum bringt, um wirklich auszuschließen, dass er nicht noch irgendwo eine versteckte Verletzung hat, die zum Tode führen könnte. Ja. Er sagt mir gerade, er ist aus dem Fenster gesprungen.
Er ist nicht gefallen, er ist rausgesprungen. Gut, das, ja. Dann ist der Stuhl dabei umgekippt. Ja. Irgendwas von rechter Hosentasche hat er mir noch gesagt. Aber ich habe das noch nicht geguckt. Ja, kurz irgendwas. Entweder guckst du oder ich guck. Ist ja, egal. Rechts. Hier. Oh, mein Bein. Ja, ja, Bein tut weh. Aber nur das Bein oder sonst noch was? Ja, das Bein. Okay. Keine Ahnung. Hier, guck mal. Lottoschein, oder? Sieht aus wie ein Lottoschein. Sonst war da nichts drin. Ich zieh ihn mal ein bisschen zu mir. Ja. Ist ein Lottoschein. Der Tim spielt schon seit Jahren Lotto. Ich weiß nicht, vielleicht hat er tatsächlich mal gewonnen. Er träumt schon immer von seinem eigenen Café. Aber der Lottoschein sah ja jetzt auch nicht mehr so frisch aus. Ich weiß nicht, vielleicht hat er da kalte Füße bekommen. Das Kündigungsschreiben ist hier eingegangen. Er wollte das Kündigungsschreiben vielleicht zurückziehen. Ah, okay. Also, ich glaube, das klärt hier gerade alles so ein bisschen auf. Wenn ich das mal so zusammenfassen kann, ja. Also, Sie wollten kündigen, weil Sie im Lotto gewonnen haben. Ja. So, und jetzt habe ich aber gerade gesehen, ist der Lottoschein völlig verwaschen. Ich werde Sie mitgewaschen, ja. Mitgewaschen. Okay, aber die Kündigung war schon hier im Büro. Ja. Und jetzt wollten Sie die zurückziehen. Genau. Ah, der Chef darf das nicht wissen. Ah, der Chef darf das nicht wissen. Deshalb hat er den Schlüsseldienst engagiert. Ja, dass er hier reinkommt. Hat sich Schnurrbart aufgeklebt und hat sein Basecap vorne vergessen. So sieht's aus. Für uns ist natürlich hier dieser Eindruck maßgebend. Das ist nun mal eine Straftat. Wir müssen mal gucken, vielleicht mit dem Firmeninhaber und seinem Chef noch mal sprechen. Vielleicht kann man das ja auch ein bisschen abgeschwächt behandeln. Fakt ist, er ist hier nun mal illegal eingedrungen, obwohl er in der Firma arbeitet, aber in einem anderen Gebäude. Ich kläre das mit dem Chef, okay? Sag bitte nichts dem Chef. Ich kläre das ab, okay? Ja. Darf von der Kündigung nichts abgefangen. Ich will ja nichts sagen, aber haben Sie sich so, ich glaube, das mit der Kündigung ist gerade Ihr kleinstes Problem. Das stimmt. Sie haben da gerade auch ein ganz anderes. Und wenn wir uns nicht beeilen, wird das noch viel schlimmer. Haben Sie auch stark Kopfschmerzen, oder was? Ja. Ja, dann machen wir lieber ein anderes. So. Ja. So, zack. Mein Chef war natürlich überhaupt nicht erfreut über meinen Anruf und hat sich große Sorgen gemacht, dass der Tim dahinter steckt. Naja, ich sag mal so, dass da die Kündigung bevorsteht und Tim hier nicht mehr länger arbeiten wird, ist ganz klar. Wie sich herausstellt, ist Tim aus dem Fenster gesprungen, als er den Hausmeister gehört hat. Bei der Verfolgung des ihm unbekannten Eindringlings ist der 51-jährige Heinz dann selbst gestürzt und hat sich am Kopf verletzt. Seine Gehirnerschütterung und auch Tims Knochenbrüche sind glücklicherweise ohne Folgeschäden verheilt. Heikes Freund erhält tatsächlich die Kündigung und eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Der gewaschene Schein wird von der Lotterie jedoch anerkannt, sodass sich der 35-Jährige mit dem Gewinn seinen Traum vom eigenen Café erfüllen kann.